Jetzt aufgeregt, die Kamera läuft. Oh mein Gott. So, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich habe heute einen Gast bei mir, weil wir drehen gleich. Dich sieht man nicht, keine Sorge. Are you excited? Yes. So excited. Es hat etwas mit Pretty Little Liars zu tun. Weil da haben mich so viele gefragt, ob ich da mal so in die Richtung gehen kann. Jule ist jetzt leider schon weg, die ist gerade gefahren. Also wir haben gerade gedreht. Hab ganz vergessen, dass ich noch mit ihr geschminkt vloggen wollte. Es ist Samstagabend, kurz nach 12 und ich liege schon im Bett. Und ich lese jetzt Harry Potter. Ich bin beim dritten Teil der Gefangenen von Azkaban. Und da fehlt nicht mehr viel. Also ich bin auf Seite 345, Kater, Ratte, Hund. Wenn ich müde genug bin, dann schlafe ich ein. Weil mir ist aufgefallen, ich bin so ein Mensch. Wundert euch nicht, ich habe eine Magentablette im Mund gegen Sodbrennen. Und ich brauche immer ewig zum Einschlafen. Wirklich, ich verstehe es nicht, wie Leute sich hinlegen können und direkt schlafen. Guten Morgen, heute ist Nikolaus und ich wurde die Nacht wieder von diesem Teil hier genervt. Sie ist ja echt süß und ich bin echt froh, dass wir Kitty haben, aber nachts nervt die einfach so. Das ist so unnormal. Deswegen schließe ich meine Tür zu. Ja, Ilona schließt extra ihr Zimmer ab, aber... Keine Ahnung, ich denke mir auch so, oh, die Arme. Alle schließen. Ey, Lona, wollen wir jetzt nach unten gehen und unseren Stiefel angucken? Ich hab voll das Doppelkinn. Hat Kitty auch was im Stiefel? Nein. Die hat keinen Stiefel. Kitty trägt keine Schuhe. Oh, guck mal, die hat dich Liebzettel. Ich weiß gar nicht, von wem nice, kommen. Schokolade. Nice, eine Clifford. Hier ist Danke, Nikolaus, für den White Chocolate Macadamia Nut. Dann danke. Mag ich nicht. Ilona, was bist du so frech? Dann danke, Nikolaus, für Romantic Moments und so. Und so. Oh, das ist really nice. Totes Meer Badesalz. Oh. Das sieht sehr schön aus. Dann hier ist mein Stiefel. Oh, eine Schokolade. Danke, Nikolaus. Und 4 Badekugeln. Ich werde jetzt meine Schuhe putzen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber irgendwie, wenn es regnet und alles so matschig ist, werden meine Schuhe so schnell dreckig und ich hasse dreckige Schuhe. Deswegen werde ich die jetzt alle gründlich putzen und dann noch aussortieren, weil ich habe da wieder Schuhe bei, die ich einfach nicht trage und die werde ich dann entweder verschenken, verkaufen oder so. Mal schauen. Ja. Bibi. Süße. Ich habe übrigens zum Frühstück Waffeln gemacht und die schmecken richtig gut. Die sind aber leider schon wieder nicht so richtig gut geworden. Obwohl ich das Waffeleisen auch eingefettet habe, ist das immer unten und oben kleben geblieben. Und dann hatte ich halt so 2 dünne Waffeln, was auch nicht so schlecht ist. Die sind halt jetzt richtig knusprig. Ist halt auch ganz cool, aber trotzdem frage ich mich, woran es liegt. Ich verstehe es nicht. Gestern habe ich ja Harry Potter gelesen und ich habe mich um 12 Uhr ungefähr ins Bett gelegt. Und habe dann noch eine Stunde lang gelesen, weil ich das so spannend fand. Und ich denke, ich werde das heute zu Ende lesen. Ich habe gerade nachgeguckt, es sind nur noch 3 Kapitel und dann habe ich schon vor allem das dritte Buch durch. Ja. Ich lege es euch allen ans Herz, mal Harry Potter zu lesen. Ich bereue es echt, dass ich nicht früher angefangen habe. Und hier beißt mich Kitty. Schmeckt's? Schmeckt's? Ich glaube, ich habe mich jetzt schon ein paar Stunden nicht gemeldet. Kitty, was ist los bei dir? Ui, was war das denn für ein Trick? Jedenfalls wollte ich vorhin anfangen zu lernen für meine Klausur, habe aber stattdessen Harry Potter zu Ende gelesen und ich glaube, ich habe es schon mal in diesem Vlog gesagt, aber wirklich, Leute, lest einfach mal Harry Potter. Echt, warum habe ich das nicht schon vorher getan? Und ich bin zwar erst mit dem dritten durch, aber sobald ich alle Bücher durchgelesen habe, werde ich mir dann auch alle Filme nacheinander reinziehen, weil ich habe ein paar Filme gesehen. Ich habe auch die ersten 3, entweder war das dieses Jahr zu Ostern oder letztes Jahr, habe ich die nacheinander gesehen und ab dem Zeitpunkt war mir klar, okay, ich muss auf jeden Fall Harry Potter lesen, weil ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall suche ich jetzt das 4. Buch. Ich hoffe, wir haben das zu Hause. Ich glaube, wir haben irgendwie die letzten nicht mehr, aber ich weiß nicht. Ich glaube, mindestens bis zum 5. Buch oder so haben wir. Bei dir? Hast du auf der
als während du gefilmt hast, über meinen Tweet gelästert? Nein, ich habe erst später die Kamera angemacht. So. Geh in die neue Woche mit dem Wissen, du wirst, du kannst, du schaffst. Genau. Hat Ilona gerade auf Twitter gepostet. Ja. Weil man geht oft direkt in Montag so. So. Kein Bock, es wird scheiße. Ja, aber ich schreibe morgen eigentlich vor, Abi. Ja, soll ich mir so denken, so. Ja, aber du kannst es doch und schaffst das. Jedenfalls wollte ich sagen, ich gehe jetzt duschen. Und hey, ich wollte jetzt duschen gehen. Pech, ich geh vor dir duschen. Nein. Auf jeden Fall. Wetten, du hast morgen. Ah, nee, du hast morgen nicht zu dritt, ne? Musst du Haare das waschen? Traurige ist, ja. Aber du hast so dicke Haare, ich bin schneller. Ilona, es macht keinen Unterschied. Doch, ich bin schneller. Nein. Und du wirst eh immer spät schlafen, du wirst eh nach mir schlafen. Du bist doch auch noch gar nicht so weit. Jedenfalls ist heute wieder doch, so ein trauriger Moment, wo ich meinen Bademantel in die Wäsche schmeißen muss. Nein. Und dann kann man den nächsten Tag nicht direkt anziehen. Schau, ich geh jetzt duschen. Hallo, ich habe gestern irgendwie nicht gevloggt. Ich weiß nicht warum, mir ist es heute aufgefallen. Irgendwie habe ich vergessen zu vloggen. Ich esse gerade einen Apfel. Also den eigentlich mit zur Schule genommen, aber irgendwie vergessen den zu essen. Ich habe letzte Nacht ungefähr 3-4 Stunden geschlafen, weil ich noch meine Präsentation für heute vorbereitet habe. Ich bin so ein Mensch, ich kann einfach sowas nicht früher machen. Ich weiß nicht, irgendwie ist mein Zeitmanagement nicht so. Und die war so ganz gut. Also ich hoffe, da ist eine gute Note bei rausgekommen. Also ich hatte jetzt keine Probleme beim Vorstellen oder sonst was. Jetzt gehe ich mir erstmal Mittagessen machen. Eigentlich redet man mit vollem Mund nicht, aber... Ich habe jetzt erstmal 2 Stunden geschlafen, weil ich so ein bisschen Schlaf nachholen wollte. Ich war richtig müde. Und jetzt habe ich natürlich unter uns verpasst. War klar, dass ich gerade... Also ich bin um 6 Uhr aufgewacht und war gerade unter uns vorbei. Deswegen gucke ich das jetzt auf Now TV nach, die Folge. Und trinke ein Smoothie. Ich habe einfach mal den ganzen Tag meine Vlogging-Kamera gesucht. Und ich wusste nicht, wo sie ist. Und dann hatte ich voll den Geistesblitz gerade. Mir ist eingefallen, dass gestern etwas von meinem Bett runtergefallen ist. Und ich dachte, es wäre mein Handy gewesen. War es aber nicht. Und es war die Kamera, die lag hier unten. Hier ist sie halt reingefallen auf meinen Bettkasten. Es hat so laut geknallt und ich dachte einfach, mein Handy wäre runtergefallen. Aber nein, ihr wart es. Ich habe mir wieder meinen Smoothie gemacht, den ich zurzeit so gerne trinke. Dann fange ich an, mein Video zu schneiden, weil mein letztes Video ist jetzt auch wieder... über eine Woche her und deswegen wird es mal wieder Zeit. Und auf jeden Fall, Leute, heute wurde bekannt gegeben, Justin Bieber wird in Deutschland auf Tour gehen. Und Montag startet der Vorverkauf und ich könnte ausrasten. Ich muss unbedingt auf eins dieser Konzerte. Meine Eieruhr hat gerade geklingelt. Meine Kartoffeln sind fertig und ich zeige euch, was ich sonst noch mache. Hier ist jetzt mein fertiges Mittagessen. Ich habe so eine Art... Kartoffel-Wedges gemacht, nur dass ich die halt kleiner geschnitten habe. Und dazu Gemüse. Das ist so eine vegane Fertigmischung von Aldi, habe ich letztens gefunden. Da sind eigentlich noch Oliven drin, die habe ich alle rausgefischt, weil ich hasse Oliven. Und das gibt's jetzt bei mir. Ich bin jetzt gerade am Video schneiden, mein neues Make-up-Tutorial, weil es soll mal endlich wieder ein neues Video geben. Und ich habe es jetzt heute endlich geschafft, mich ranzusetzen. Ja, es kommt morgen online.